Ja, liebe Leute, jetzt auch noch ein Gespräch mit Bürgermeister Thomas Kerkhoff, der hier auch bei der WIBO gerade ist. Wir haben eben schon Frau Zürn vorgestellt. Herr Kerkhoff, die WIBO wird, und das deutet sich ja schon auch in den politischen Beratungen an, umstrukturiert. Zu den Details wollen Sie oder können Sie im Moment noch nicht sagen, aber betrifft das dann auch die Gremien, die mit der WIBO zusammenhängen, Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung? Das ist ja zum Teil ein recht seltsames Konstrukt. Ja, also man kann es so sagen, wir sind da mitten im Prozess, deswegen kann man auch noch nichts dazu sagen. Der hält ja im Grunde seit Sommer letzten Jahres an. Wir hatten auch eine Klausurtagung mit dem Aufsichtsrat der WIBO und auch mit Beratern überlegt, wie können wir das strukturieren, wie gehen wir voran. Da gibt es jetzt erste Ideen, die werden wir in den kommenden Monaten verfeinern. Und dann wird es sicherlich Änderungen am Gesellschaftsvertrag der WIBO geben und das wird auch die Gremien betreffen. Das heißt, man muss sich wirklich die Frage stellen, braucht man eine Gesellschafterversammlung und einen Aufsichtsrat? Kann man nicht da vielleicht mit einem Gremium auskommen? Beziehungsweise, wie sind die Kompetenzen innerhalb der Gremien dann verteilt? Wer darf was? Wir brauchen, glaube ich, auch eine Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat, beziehungsweise auch eine klare Handlungsanweisung für die Geschäftsführung, damit klar ist, wie ist Verantwortung verteilt, wer hat welche Kompetenz, etwas ausführen zu dürfen. Und ja, das erarbeiten wir gerade. Gerade aber im Aufsichtsrat, wenn Sie das Wort Kompetenzen ansprechen, das hat ja auch manchmal zwei Bedeutungen, Kompetenzen einmal in dem, was man tun darf, aber auch Kompetenz im Sinne von dem, was man tun kann. Sind ehrenamtliche Politiker damit eigentlich auch in dieser Konstruktion manchmal einfach überfordert? Ich würde nicht sagen überfordert, ist es, glaube ich, wichtig, und das ist die Idee der kommunalen Selbstverwaltung, dass wir eben auch ehrenamtliche Personen in unseren Räten haben und dass aus diesen Räten sich dann auch Aufsichtsgremien speisen. Ich glaube, es sind zwei Dinge wichtig, wenn wir eben an den Bereich der Ehrenamtler denken. Das eine ist, dass die Geschäftsführung oder eben der Bürgermeister, wenn wir das auf Ebene der Stadt sehen, die Ehrenamtler informiert, sachgerecht informiert und auch auf Risiken hinweist. Und das Zweite ist, dass man, wenn man in ein solches Amt hineingeht, sich auch ein Stück weit dafür schult. Das heißt, dass man sich Ratschläge holt, beziehungsweise auch das eine oder andere Seminar mal besucht. Das kann auch jeder, der ehrenamtlich tätig ist. Aber man muss eben auch wissen, man hat Pflichten, denen man nachkommen muss. Und deswegen sollte man sich einfach dafür auch vorbereiten und schulen. So wie wenn man einen Führerschein macht, dann macht man einen Erste-Hilfe-Kurs. So ist es letztlich auch, dass wenn man vielleicht in einen Aufsichtsrat geht, dass man auch mal schauen sollte, wie ist das gesellschaftsrechtlich, was muss ich da eigentlich beachten, wo sind auch meine Risiken, auch haftungstechnisch. Und das haben wir in den Gremien begonnen einzuführen. Und ich glaube, das kriegen wir auch in den nächsten Jahren noch fester und besser etabliert. Also ein paar Änderungen sind auch spürbar in der politischen Diskussion. Ich glaube, demnächst steht noch mal zum Beispiel die Vergabe der Quartiersentwicklung im Friedhofsviertel an. Das war vorher eine Sache der Jusina, soll jetzt ausgeschrieben werden. Ist das jetzt der neue Weg, dass man Aufgaben beziehungsweise dann eben auch Aufträge ausschreibt, so wie man es normal macht und was früher eben nicht passiert ist? Ja, ich will da auch nicht über alles in der Vergangenheit den Stab brechen. Ich glaube, es ist einfach wichtig, wir verstehen uns als Teil des Staates, als Stadt. Und wenn wir Aufgaben an den Markt bringen, dann müssen wir das nach den Regelungen tun, denen man sich eben zu unterwerfen hat. Das ist oft das Vergaberecht. Manchmal muss man es eben auch nicht anwenden, aber oft muss man es anwenden. Und dass wir eben die Aufträge, die wir haben, ausschreiben, an den Markt bringen und dann da das wirtschaftlichste Angebot oder eben im Zweifel auch der Partner, der die Aufgabe am besten erledigen kann oder als einziger erledigen kann, den Zuschlag dann bekommt, das ist normal und so wollen wir künftig vorgehen. Aber zum Beispiel im Bereich des Mensaessens haben Sie jemanden einen Zuschlag erteilt, ohne auszuschreiben? Wir müssen natürlich immer in so einem Transformationsprozess auch sehen, die Schulverpflegung durch die WIBO musste insofern auch ein Stück weit ad hoc beendet werden, weil sie einfach die Dienstleistung so auch nicht mehr erbringen konnte. Und insofern müssen wir irgendwo den Übergang gewährleisten. Das heißt, bis wir ausgeschrieben haben, das ist manchmal das leicht Negative an Ausschreibungen, die dauern schon mal mehrere Monate. Also so lange können ja die Schülerinnen und Schüler nicht ohne essen. Deswegen haben wir auf ein Unternehmen vor Ort zurückgegriffen, um das ein Stück weit in der Zwischenzeit zu gewährleisten. Das ändert aber nichts am Ziel, dass die Ausschreibung erfolgen wird und dass wir das auch machen müssen. Die Stadt hat jetzt seit Februar, glaube ich, einen Compliance-Beauftragten. Warum so spät? Hat das was mit der WIBO zu tun oder ist das eher Zufall? Das hat nicht konkret was mit der WIBO zu tun.
Ich glaube, Compliance ist ja ein Stück weit auch ein Modewort, aber dass man für sich Verfahren hat und sich auch selber ein Stück weit kontrolliert, das ist gut. Wir sehen ja auch in anderen Systemen, was das, wozu es führen kann, wenn eben keine Kontrolle mehr da ist. Und neben dem, dass eben eine Stadtverwaltung auch vom Rat überwacht wird, ist es, glaube ich, eben wichtig, dass man interne Kontrollmechanismen und Strukturen hat. Wir haben schon lange Jahre eine Revision in Bocholt, früher RPA genannt, die gut funktioniert, aber dass daneben auch bei Einzelfragen vielleicht nochmal eine Person drauf guckt, die Sachverhalte prüfen kann. Oder, das war jetzt auch ein Grund, die Stelle einzurichten, die mit dieser Whistleblower-Richtlinie auch Umgang hat und da eben auch als neutrale Person fungieren kann. Da war es eben sachgerecht, das jetzt zu machen, und sicherlich hat aber auch die Erfahrung, die man aus dem, sagen wir mal, Umgang, wie wir ihn jetzt die letzten 2 Jahre hatten, dazu geführt, dass wir gesagt haben, das brauchen wir in Bocholt und das ist auch sachgerecht, dass wir es einrichten. Aber gerade das Rechnungsprüfungsamt, was Sie gerade angesprochen haben, war ja sozusagen hier in diesem Bereich EWIBO immer ausgeblendet. Ja, das ist eben auch ein Punkt. Man braucht keine Revision, wenn sie nicht auch irgendwie Kontrollmechanismen ausüben darf. Das heißt, dass Jahresabschlüsse, die von einer städtischen Gesellschaft oder Tochtergesellschaft gemacht werden, dass die dann auch durch die Revision angeschaut werden, halte ich für üblich und auch normal. Und deswegen werden wir das auch so handhaben. Ein wichtiger Aspekt ist ja auch noch, zumindest nach Ansicht des Innenministers, bei der Verhinderung von Korruption oder sonst was, Transparenz. Jetzt merkt man was, es tut sich was, aber so richtig transparent ist das nicht, was da passiert, weil viel doch immer wieder in Geheimsitzungen oder sonst verabschiedet oder beschlossen wird. Ist das gut so? Wäre es nicht wichtiger oder wichtig, auch mal eine öffentliche Diskussion darüber zu führen, wie das strukturiert werden soll? Wie stehen Sie dazu? Also ich glaube, man darf eben Transparenz und Nicht-Öffentlichkeit auch nicht in einen Topf schmeißen. Das ist, glaube ich, schon so, das ist im Kommunalverfassungsrecht so, dass der Grundsatz der Öffentlichkeit gilt, es aber eine Rückausnahme gibt, dass bestimmte Dinge auch nicht öffentlich sind. Und wenn es sich um datenschutzrechtliche, personelle, wirtschaftlich, steuertechnische Geheimnisse handelt, dann dürfen die auch zwar hinter verschlossenen Türen, aber dennoch transparent an die Institution, die dafür vorgesehen ist, berichtet werden. Das ist bei einer Gesellschaft der Aufsichtsrat, bei der Stadt ist es dann die Stadtverordnetenversammlung. Und aus dieser Gesellschaft oder der Stadtverordnetenversammlung heraus ist das dann auch geeignet, in die Öffentlichkeit zu tragen. Das tun wir auch. Das heißt aber nicht, dass alles von jeher sofort immer öffentlich zu diskutieren ist. Ich glaube, wir haben da ein ganz austariertes System. Medien mögen das manchmal vielleicht nicht so, aber ich glaube, es ist schon mit Vernunft gemacht und das heißt nicht, dass wir nicht transparent und compliant sein wollen. Das ist schon das Ziel. Aber ausschlaggebend ist ja auch der Aufsichtsrat und der war ja doch am System sehr stark beteiligt. Ist das jetzt das richtige Gremium, was sozusagen jetzt den Modernisierer spielen soll, oder wäre es nicht besser, den Aufsichtsrat einfach neu zu bilden, neu zu besetzen, um auch eine gewisse Sauberkeit hinzukriegen? Ich glaube das nicht. Ich denke, das hat auch der bisherige Aufsichtsrat gezeigt, dass er diesen Weg einer Neuausrichtung gut und konsequent mitgeht. Und man darf, glaube ich, eins auch nicht verkennen. Das, was Sie ansprechen mit, wie ist es mit den Personen, die auch im Aufsichtsrat mitwirken, der größte Teil der Personen, die jetzt im Aufsichtsrat der EWIBO sind, waren das in den Jahren vor 2020 nicht. Insofern hat da schon ein personeller Neuanfang stattgefunden. Und ich glaube, so wie der Mix da ist, einige, die auch in den vergangenen Jahren Wissen aus der EWIBO haben, sind dabei und andere, die jetzt neu dazugekommen sind, und gemeinsam diskutieren wir, wie die Neuausrichtung dieser städtischen Gesellschaft funktionieren kann. Ich glaube, so kann man es gut machen. Fährt man da jetzt noch mit angezogener Handbremse, weil ja im Grunde genommen noch nicht klar ist, was die Staatsanwaltschaft sagen wird? Wartet man da noch ein bisschen ab oder geht man das eher offensiv an? Wir haben da mehrere Stränge. Es gibt den strafrechtlichen, der ist allein Aufgabe der Staatsanwaltschaft und da sind auch bisher keine Erkenntnisse an mich als Bürgermeister beziehungsweise auch an die Aufsichtsgremien herangetragen worden. Daneben haben wir aber den Strang, der uns aus Eigeninteresse interessieren muss. Das ist, eine gute Organisation zu haben, effiziente Verfahren und auch neben der Rechtmäßigkeit auch eine gute wirtschaftliche Basis. Und in diesen Bereichen sind wir seit gut einem Jahr wirklich erheblich dabei, die Prozesse und Strukturen neu auszurichten. Und das ist unsere Aufgabe und dabei wirkt der Aufsichtsrat aus meiner Sicht sehr gut mit.
Ja, prima. Dann bedanke ich mich herzlich. Wir werden ja, das kann man, glaube ich, vorhersagen, auch in den nächsten Wochen und Monaten mit diesem Thema beschäftigt sein. Irgendwann muss ja die Staatsanwaltschaft auch mal mit Ergebnissen vorkommen. Insofern vielen Dank und bis zum nächsten Mal.